Wir bekommen nun erste Anzeichen, erste Daten, die die ganze Dimension dieser Krise durch das Coronavirus andeuten. Und dem heutigen Marktgeflüster will ich einen weiteren Kontext dieser Dimensionen mal zumindest andeuten und möchte mich gleich vorab schon mal für den Ton entschuldigen. Der ist mono. Ich habe Schwierigkeiten irgendwie mit der Kamera. Kriege das nicht ganz so schnell gelöst. Fugmann und Technik, das sind Dinge, die in einer Hassliebe geradezu zueinander stehen, wobei der Anteil des Hasses wechselseitig deutlich überwiegt. Aber ich gebe mein Bestes, dass das bald zumindest ein bisschen besser wird mit der Tonqualität. Derzeit aber auch nicht ganz so einfach. Man kann nicht in stationäre Läden gehen wegen der Corona-Krise. Die Elektronik ist ja weitgehend geschlossen und funktioniert nur noch über Internet. Aber steigen wir mal ein und fangen an mit den ADP-Arbeitsmarktzahlen, die wir heute gesehen haben. Was wir da sehen, das ist das, was Small Businesses in den USA veranstaltet haben. Die haben nämlich 90.000 Menschen entlassen. Nun muss man wissen, dass diese Daten nur erfasst wurden bis knapp Mitte März. Das heißt, wir haben noch lange nicht alles erfasst, was da überhaupt der Fall ist. Der Lockdown, die Abschließung in den USA, die begann ja viel, viel später. Das heißt, da werden natürlich wahnsinnig viele Leute aus dem Gastrobereich, aus den Bereichen, die mit stationären Dingen zu tun haben, natürlich dann erst ihre Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gestellt haben, die wir dann morgen ja bekommen. Das wird ein sehr, sehr wichtiges Datum. Also wir sehen, dass vor allem die Small Businesses jetzt Leute entlassen haben in den USA und die stehen für 83%, nämlich diese Small Businesses, der amerikanischen Arbeitsplätze. Das heißt, es trifft jetzt zunächst mal vor allem die kleinen Firmen. Die größeren Firmen haben natürlich mehr Luft und können dann eine solche Durchstrecke, eine solche Krise vielleicht auch einen Tick länger erstmal aussitzen. Schauen wir uns mal an, was hier der Fall ist. Ich wollte eigentlich diese Grafik hier zeigen, was wir eigentlich an den Aktienmärkten gesehen haben. Wir sehen hier die am stärksten betroffenen Märkte, Argentinien ganz oben, aber das liegt jetzt nicht ausnahmsweise nicht am Coronavirus, sondern an den hausgemachten Problemen. Wir sehen aber auch, dass Frankreich, wie Sie hier sehen, mit 29,5% doch sehr stark betroffen ist, auch ein Zentrum der Corona-Krise. Italien mit 29%, Deutschland 28%, nicht so weit hinterher. Und dann sehen wir, dass die Amerikaner nur 20% bisher verloren haben, also deutlich besser dastehen, zumindest im internationalen Vergleich. Gleichwohl, wenn wir uns mal so ein bisschen unter die Oberfläche der Indizes begeben und zum Beispiel mal den S&P 500 auf Equal Weight Basis anschauen, also wo praktisch jedes Unternehmen im S&P 500, das in diesem Index gelistet ist, gleichgewichtet ist. Nicht eben wie so Schwergewichte wie Microsoft, wie Google oder respektive eben Alphabet oder wie sie auch heißen, Apple vor allem, sondern wenn alle gleichgewichtet worden wären, dann wären wir jetzt nicht mal in dieser Bärenmarkt-Rallye gelaufen bis zu dem Tief des Jahres 2018. Das war ja im Dezember 2018. Diese Panik, weil die Fed die Zinsen weiter anheben wollte, Bilanz reduzieren wollte. Mein Gott, was war die Welt in Ende 2018 noch in Ordnung? Und dennoch stehen wir jetzt höher bei den Indizes, was die USA betrifft, im Mindesten als im Dezember 2018, auch wenn das auf Equal Weight Basis, auf gleichgewichteter Basis eben nicht der Fall ist. Und das trifft jetzt einige ziemlich auf den falschen Fuß hier in dieser Grafik von Statista. Da können Sie sehen, dass viele nochmal in diese Corona-Krise reingekauft haben, vor allem die Millennials. Da haben 24% ihr Portfolio ausgebaut sogar, Generation X nur 13% und die Babyboomer, die schon ein bisschen älter sind. Ich gehöre vielleicht gerade noch dazu, bin Baujahr 1969, so ganz, ganz am Rande. Die haben da ein bisschen schlauer agiert, nur 5%. Die sind natürlich risikoaverser, weil sie in der Regel nicht mehr so lange leben wie etwa die Millennials. Jedenfalls sehen wir, dass nur 11% aus Investments rausgegangen sind, 13% noch ihre Position verstärkt haben, 10% haben gar nichts gemacht, die haben gar nicht mal mitgekriegt, dass da was am Aktienmarkt passiert. Und 66% haben zwar das mitgekriegt, aber haben nichts gemacht. Das heißt, man ist da schon sehr blauäugig noch in diese ganze Geschichte gelaufen, auch als China schon dieses Problem hatte, auch als China eben schon praktisch stillgestanden hatte. Und jetzt ist man also ziemlich dick nach wie vor investiert seitens der Amerikaner und das in einem Umfeld, wo wir jetzt im März den volatilsten Monat aller Zeiten gehabt haben beim S&P 500 mit einer durchschnittlichen Tagesbewegung von 4,6%, also von hoch zu tief. Das sind natürlich
enorme Werte. Jetzt ist Amerika, sind die US-Aktienmärkte besser gelaufen, hatte ich vorhin gesagt, als eigentlich viele andere Aktienmärkte dieser Welt. Gleichwohl sind die Amerikaner eben jetzt das Epizentrum dieses Coronavirus. Und schauen wir uns mal an, warum New York so viele Fälle hat. Das liegt wohl vor allem daran, dass New York eben auch die größten Testkapazitäten hat. Man ist in der Lage, über 1% der Bevölkerung zu testen. Andere Bundesstaaten in den USA sind da deutlich hinterher. Wir wissen ja jetzt, dass New Orleans zum Beispiel ein Brennpunkt ist. Wir wissen, dass andere Regionen jetzt aufholen. Hier mal eine Grafik dazu. Hier sehen wir, dass vor allem Los Angeles jetzt sehr stark kommt. New Orleans, andere Bereiche, da wo eben die Testkapazitäten noch nicht so ausgeprägt sind, die werden jetzt eben stärker betroffen. Wir hatten ja Florida und Texas so ein bisschen im Fokus. Scott Gottlieb, praktisch der Corona-Papst neben Fauci, der hat nochmal gesagt, die Gouverneure von Texas und von Florida, die haben gepennt. Das hätte nie passieren dürfen, dass sie Großveranstaltungen wie in New Orleans, die da abgelaufen sind, wie in Florida, die da abgelaufen sind, dass man die nicht ausgesetzt hat, verboten hat, abgesagt hat, dass es da nicht passiert. Dementsprechend müssen wir davon ausgehen, dass die Zahlen in den USA sowohl durch die höheren Testkapazitäten als auch durch diese Massenveranstaltungen, die kürzlich erst ja stattgefunden haben, dass die Zahlen da noch weiter nach oben gehen werden. Und wenn wir uns jetzt mal wieder in die Aktienmärkte begeben oder die Brücke zu den Aktienmärkten schlagen, dann sehen wir, dass wir selbst bei diesen jetzt schon abgesenkten Erwartungen, die liegen jetzt bei minus 1,7% derzeit beim S&P für das zweite Quartal, dass wir da praktisch ein Kursgewinnverhältnis von 16 nach wie vor hätten. Das bedeutet, dass wir weit, weit über Bewertungsniveaus etwa der Krisen 2008 und der 2011 sind. Und dass wir immer noch sogar über dem Durchschnitt, über dem 10-Jahres-Durchschnitt oder über dem Durchschnitt der Bewertungen der letzten 10 Jahre sind, jetzt aktuell, also immer noch teurer als durchschnittlich in den letzten 10 Jahren. Und wer weiß schon, was alles da noch kommt, welche Dimension der Krise da noch auf uns zukommt. Zum Beispiel die Fracker, heute erste größere Pleite eines Fracking-Unternehmens in den USA, hat Gläubigerschutz nach Chapter 11 angefordert oder beantragt. Das ist das Unternehmen Whiting Petroleum. Eines dieser Unternehmen, die eben Junkbonds emittiert haben, die schlecht bonitär aufgestellte waren. Der Kurs von Whiting Petroleum war vor nicht allzu langer Zeit noch bei 50 Dollar, ist jetzt weit unter einem Dollar. Aber insgesamt, und das ist das große Problem, wir haben ja viele Zombie-Unternehmen, viele Unternehmen, die nicht wirklich gut aufgestellt sind, die hoch verschuldet sind, speziell in den USA. Und da ist es eben so, dass jetzt möglicherweise nach neuen Berechnungen 19,7% dieser Firmen nicht in der Lage sein werden, ihre Anleihen zu bezahlen, also zu bedienen. Das sind dann praktisch Defaults, das sind Zahlungsausfälle. Derzeit liegt die Quote schon bei 11%, also vor Corona war die Quote schon im zweistelligen Prozentbereich. Da kann man ahnen, was auf uns zukommt. Das gilt insbesondere für die Amerikaner. Wir hatten hier oder haben hier eine schöne Schautafel, wo wir sehen, die Amerikaner haben derzeit 23,5 Billionen an Schulden. Zwei sollen jetzt nochmal draufkommen, also dann von 23,5 auf 25,5. Trump will nochmal zwei obendrauf für die Infrastruktur. Dann wären wir bei 27,5. Und wir sehen, dass das eine ganz andere Dimension ist, auch als in der Finanzkrise, was da jetzt seitens der US-Regierung passiert. Wir würden praktisch ein Budgetdefizit von 16% des BIPs haben. Das gab es weit, weit geringer in der Finanzkrise. Da waren wir so bei 9, knapp über 9, während im Zweiten Weltkrieg es nur noch schlimmer war. Da waren wir bei gut 25% des BIP, aber Zweiter Weltkrieg ist natürlich eine andere Dimension. Wir müssen aber jetzt immer mehr eben auch in historischen Dimensionen denken. Und hier ist zum Beispiel eine Grafik von Statista, die ich unglaublich beeindruckend finde. Das Weiße Haus hat ja heute Nacht, respektive Trump hat heute Nacht ja gesagt, ja, die Projektionen liegen bei 100.000 bis 240.000 Toten. Das hatte sich ja erhöht. Einen Tag vorher war es nur 100.000. Jetzt ist der Bezugsrahmen sozusagen, die Dimension weiter noch gesteigert worden auf 240.000. Und das wäre dann nach dem Zweiten Weltkrieg das tödlichste Ereignis für amerikanische Bürger. Deutlich gefährlicher als der Vietnamkrieg. Da gab es nur in Anführungszeichen 47.000 Tote. Im Koreakrieg 33.000. Afghanistan und Irak 5.669, also völlig andere Dimensionen. 9/11 auch deutlich weniger, 2.977. Also hier sieht man einfach mal die Dimensionierung
dessen, was der Fall ist. Wenn wir jetzt mal nach Europa kommen, dann sehen wir hier Folgendes. Wir haben in Ländern der Europeripherie wie Spanien, wie Italien nach wie vor eine Arbeitslosigkeit, die höher ist als vor der Finanzkrise, beziehungsweise die seit der Finanzkrise nicht wirklich gesunken ist. Wir sind nach wie vor über den Arbeitslosenniveaus aus dem Jahre 2008. Und das bedeutet natürlich, wenn diese Krise, diese Corona-Krise, jetzt diese ökonomischen Verwerfungen nach sich ziehen wird, die gar nicht verhinderbar sind, dann drohen gerade in diesen Ländern möglicherweise soziale Unruhen. Wir haben hier schon Dinge gehört aus Süditalien, vor allem Palermo, wo durchaus Supermärkte organisiert überfallen werden, Aufrufe über Internet und alle gehen hin und überfallen Supermärkte. Solche Dinge sind hochgefährlich und könnten bald auf uns zukommen, zumindest hier in Problemstaaten der Eurozone. Schauen wir uns mal an, was hier der Fall ist. Was wir hier sehen, ist der DAX 9.426 Punkte. Hier sehen wir eine Formation, die ich unhübsch finde, nach dieser Bärenmarkt-Rallye jetzt so ein Rounding. Das ist eher unschön. Wir sehen die amerikanischen Indizes. Schauen wir uns mal den Dow Jones an. Bei aktuell 21.022 Punkten. Wir sind also nach wie vor natürlich auf ordentlichen Niveaus, sind aber jetzt eben doch ein Stück weit schon runtergekommen. Schauen wir uns mal Euro-Dollar an, dann sehen wir nach wie vor Dollarstärke. Das ist das große, große Problem. 1,0921. Da ist also wieder Enthebelung der Fall. Dollarstärke, alle brauchen Dollars, weil sie alle in Dollar verschuldet sind. Das gilt insbesondere für die Emerging Markets. Wir sind beim Gold auch wieder etwas unter Druck gekommen, 1578. Auch das ein Symptom für Enthebelung. Und wir haben nach wie vor Depression beim Ölpreis, $22,18 für WTI. Nachdem die Lagerbestände heute in den USA um über 13 Millionen Barrel gestiegen sind, Saudis und Russen nicht miteinander sprechen wollen, die Saudis sogar eher sagen, wir werden die Produktion noch ausweiten. Also, das war jetzt mal ein kleiner Blick in die Dimensionen der Krise. Und diese Dimensionen sind gewaltig, die sind historisch. Nach wie vor fahren wir alle auf Sicht. Wir wissen nicht genau, was kommt, ob wir bald, vielleicht Ende April, dann schon wieder in Richtung Alltag uns bewegen können. Wahrscheinlich ist das einzelne Bereiche dann, wenn es wieder so ein bisschen losgehen kann, einzelne Bereiche sozusagen geöffnet werden und dann Stück für Stück es weitergeht. Das wäre das beste Szenario. Auf der anderen Seite, wenn wir bis April es schaffen, die Zahlen nach unten zu kriegen, wird man eben auch sagen, naja, dann setzen wir das fort, weil wir es jetzt dann wirklich schaffen, diese Epidemie, diese Pandemie auszurotten. Und wenn nicht, müssen wir das Ganze eh verlängern. Also das ist sozusagen jetzt die Dimension dieser Krise. Ich hoffe, Sie verzeihen den Ton und sage jetzt Servus und Ciao.